Neue Details zum Angriff auf die Sporting-Spieler. Deutschland versaut sich den Jahresabschluss und Ausverkauf beim FC Bayern. Das sind Themen des Tages. Mein Name ist Frodo. Los geht's! Da hat man sich aber wieder schön selbst ins Knie geschossen. Die deutsche Nationalmannschaft beendet das Fußballjahr 2018 mit einem 2:2 gegen die Niederlande. Und das vollkommen unverdient auf Seiten der Holländer und einfach komplett enttäuschend. Versteht mich nicht falsch, ich möchte die Leistung der Oranje überhaupt nicht schmälern, denn so zurückzukommen in den letzten paar Minuten zeugt von Kampfgeist und einer unglaublich starken Moral. Aber was das auch zeigt, ist, dass Deutschland sich 2018 einfach nicht belohnen kann. Und zwar nicht mal für so geilen Fußball wie gestern. Drei Viertel der Zeit stand ich einfach nur vorm Fernseher und habe mir gedacht, boah, wie geil ist denn dieser Fußball? Schnell, direkt, Weltklasse-Fußball. Und am Ende bleiben trotzdem so viele Chancen ungenutzt. Und genau das war dann eben einer der zwei Fehler, den die deutsche Nationalmannschaft eben begangen hat. Vorne einfach zwar gefährlich, aber den Deckel nicht drauf gemacht und hinten zu schläfrig in den letzten paar Minuten, so als hätte man das Ding schon gewonnen. Und das sagt auch Timo Werner. Wir haben super gespielt und uns Torchancen herausgespielt. Wir müssen das 3:0 machen, dürfen aber auch nicht die beiden Gegentore kassieren. Das war ein Spiegelbild des Jahres 2018. Man hat gesehen, dass es geht, aber am Ende belohnen wir uns einfach nicht. Am Ende macht der Fußball aber trotzdem unglaublichen Spaß. Besonders die Offensive zeugt davon, dass wir einfach Fußball spielen können. Und wenn man darauf aufbaut und eine solide Defensive aufbaut und über 90 Minuten sich konzentriert, dann kann man solche Spiele wie das gestern auch wieder gewinnen. Am Ende jetzt nochmal Glückwunsch an die Final Four, zu denen jetzt eben offiziell auch die Niederlande gehören. Und entgegen dem, was ich gestern gesagt habe, habe ich jetzt wirklich Bock auf die Spiele, weil jede Mannschaft, die in diesen Final Four steht, hat halt auch wirklich guten Fußball gespielt und ich bin einfach gespannt, wie diese Spiele dann am Ende aussehen werden. Im Mai wurden einige Spieler von Sporting Lissabon auf dem Vereinsgelände verprügelt und zwar von der Hooligan-Gruppe Juveleo, beziehungsweise von einigen von denen. Und warum? Weil man sich nicht für die Champions League qualifiziert hat. Ist schon mal alleine eine Riesenaktion, die Story kannte man aber an sich schon. Zum Geschehen gibt es jetzt aber einige neue Details. Demnach soll ein Verantwortlicher des Vereins hinter der ganzen Attacke auf die Spieler stehen. Kein geringerer als Ex-Vereinspräsident Bruno de Carvalho. Der soll in einem Telefonat mit dem Anführer der Juveleo-Hooligan-Gruppe telefoniert haben. Soll sich mit dem verständigt haben und gesagt haben, stürzt euch auf sie. Und auch wenn das Ganze nur Bildinformationen sind, das Ganze klingt schon ziemlich plausibel, denn vor einigen Tagen wurden sowohl der Ex-Präsident als auch der Anführer dieser Hooligan-Gruppe festgenommen und eben in den Knast gesteckt. Diese sind jetzt allerdings wieder auf freiem Fuß, nachdem die Kaution von 70.000 Euro bezahlt wurde. Wir hatten euch ja schon über das Fernbleiben von Ousmane Dembélé vom Training des FC Barcelona berichtet. 90 Minuten nach Beginn der Trainingseinheit rief Dembélé an und meinte, er hatte Magen-Darm-Beschwerden. Das war allerdings nicht die ganze Wahrheit. Spanische Medien berichten übereinstimmend, dass er sich krank gemeldet haben soll, weil er in der Nacht zuvor zu lange FIFA gezockt hat. Momentan lebt er ja mit seinen Kumpels in einer Wohngemeinschaft zusammen und die sollen einfach viel zu lange FIFA gezockt haben am Abend davor. Und auch Luis Suarez hat sich zum jungen Franzosen geäußert. Ich denke, er sollte sich ausschließlich auf den Fußball konzentrieren. Er sollte sich vom Professionalismus, den es in der Kabine von Barcelona gibt, inspirieren lassen. Richtig erkannt, Luis, denn momentan macht er sich mit solchen Aktionen einfach komplett die Karriere kaputt. Und das wollen wir alle eigentlich nicht, denn eigentlich ist er ein grandioser Fußballer, aber eben mit dem ganzen Streikzeug von Borussia Dortmund und mit der fehlenden Motivation und der Faulheit und was weiß ich, das wird einfach nichts mehr in der Karriere so. Die WM 2026 findet ja in den USA und Kanada statt, das heißt ein Länderzusammenschluss. Interessenten für die WM danach, also 2030, gibt es jetzt auch schon. Das Problem dabei ist, dass es eben 48 Mannschaften sind und nicht wie vorher 36 und das stellt organisatorisch eben vor Probleme. Das heißt, ein Land alleine kann es wahrscheinlich nicht mehr so gut stemmen. Für 2030 gibt es dann, wie 2026, eben auch Länderzusammenschlüsse als Bewerbungen. Der neueste Interessent soll Spanien, Portugal und Marokko sein. Davor gab es schon Interesse von Griechenland, Bulgarien, Rumänien und Serbien. Und auch aus Südamerika soll Interesse bekundet worden sein, und zwar von Argentinien, Uruguay und Paraguay. Und als wäre das noch nicht genug, gibt es auch Interesse von der gesamten britischen Insel inklusive Irland. Das heißt, viele Interessenten, aber am Ende kann es nur einer werden. Stimmt hier oben ab, wo ihr die WM 2030 gerne sehen würdet. Beim FC Bayern steht ein Ausverkauf an und ja, das hat er sich ja über die letzten Monate angekündigt. Also milder ausgedrückt. Eigentlich war es klar. 4 sollen auf dieser Liste stehen, bei 3
ja, ist es keine große Überraschung. Beim vierten bin ich da schon ein bisschen stutzig geworden, denn letzte Saison war er eine tragende Säule im Mittelfeld. Ganz klar war es bei Franck Ribéry und Arjen Robben, die mit zusammengerechnet 500 Jahren einfach viel zu alt für den Bayern-Kader und das Niveau sind, dass der FC Bayern eben spielen möchte. Und nächste Saison wird es nicht besser, denn die beiden werden ja auch nicht jünger. Der nächste, den der Umbruch trifft, ist Rafinha. Ja, der Außenverteidiger spielt eine ganz ordentliche Saison und auch in der letzten Saison war er eben da, wenn er gebraucht wurde. Allerdings ist er auch schon 33 Jahre alt und das passt eben nicht in die Zukunftsplanungen des FC Bayern München. Und deshalb soll auch er abgegeben werden. Bei wem ich dann doch stutzig geworden bin, ist Javi Martinez, der mit 30 Jahren zwar auch alt ist, allerdings in der letzten Saison exzellente Leistungen gebracht hat und eben die Defensive zusammengehalten hat. Zusammen mit dem Mittelfeld eben. Und ja, in dieser Saison hat er eben erst 6 Bundesliga-Einsätze absolviert und Niko Kovac plant wohl nicht mehr wirklich mit ihm und deshalb soll auch er abgegeben werden. Unterm Strich eben keine wirklich großen Überraschungen. Franck Ribéry und Arjen Robben waren klar, die muss man abgeben bzw. ziehen lassen. Vielleicht sogar dann eben in anderer Funktion beim FC Bayern behalten. Rafinha, gut, war auch irgendwie klar. Allerdings bei Javi Martinez bin ich mir immer noch nicht sicher, ob man seine Erfahrung im Mittelfeld wirklich abgeben sollte. Stimmt mal hier oben ab, ob man ihn wirklich ziehen lassen soll oder vielleicht doch noch an ihm festhalten sollte. Und das war's dann für heute mit den Daily News. Hier findet ihr die letzte Top 10 und zwar die besten deutschen Fußballspieler aller Zeiten. Und hier oben findet ihr einen kleinen Talk zur Zukunft der Nationalmannschaft mit mir und Benny. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.